Willkommen zurück bei Feudal Baron. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und vielen herzlichen Dank, dass ihr so fleißig in die Tasten getippt habt. So können wir nämlich jetzt neue Bürger begrüßen und wir beginnen mal hier drüben bei der Kapelle. Und hier habe ich euch gefragt, wer ist denn das hier oben? Ich habe nur vermutet, dass es Maria sein könnte, doch nur ein weiser Mann konnte mich dort bestätigen und das war Funem. Und deshalb ist er hier als Priester eingezogen und die Kapelle heißt natürlich Funems weiser Altar. Doch ich muss euch warnen, Ketzer haben es in die Stadt geschafft. Und so gehen wir mal an das andere Ende der Straße und finden noch eine Kapelle, die sich anschickt, ebenfalls Glauben zu verbreiten. Doch Stefan hat uns aufgeklärt, dass hier oben ist natürlich nicht die heilige Maria, sondern Sankt Blue. Aus diesem Grund sind wir hier in der Kapelle zur blauen Wahrheit und Sankt Blue ist selbstverständlich Priester. Code Blue, du bist jetzt auch hier mit aufgenommen. Und wo wir gerade bei Stefan sind, der liebe Kücken hat gesagt, er heißt auch Stefan und braucht deshalb gar nicht mehr reingebracht zu werden, aber da hat er die Rechnung nicht mit uns gemacht. Natürlich kommt Kücken auch noch mit hinzu und zwar selbstverständlich in die Familie Stefan, ist ja ganz logisch. Und wir haben lustigerweise auch hier ein Küken gehabt, ein Kind, und da hat es natürlich perfekt gepasst, Küken hier reinzubringen. Herzlich willkommen in der Familie Stefan. Auf der anderen Seite ist hier so ein Wurzelkeller. Ein Wurzelkeller, der irgendwie in der Nähe von vielen Brandorten steht. Also es hat hier schon das ein oder andere Mal gebrannt, irgendwie immer in der Nähe hiervon. Hat das irgendwas damit zu tun? Es ist ja nur ein Wurzelkeller, oder? Zur roten Rübe? Naja, Rüben sind ja rot. Zumindest Karotten, das kann schon passen. Geleitet von Feuerball. Aber das muss doch ein Zufall sein. Wir gucken mal, wo der wohnt. In Feuerballs Brandung. Okay, kein Zufall mehr. Ich glaube, wir haben unseren Feuerteufel gefunden. Haltet euch fern von diesem Anwesen hier. Nebenan hat man natürlich irgendwie auf gute Nachbarschaft zu hoffen. Dort wohnt Monika und die mag es ein bisschen ruhiger. Das ist Monikas ruhige Stube. Und deswegen arbeitet Monika auch sehr weit entfernt von allem anderen, wo das Getummel und das Getrubel richtig groß ist. Sie arbeitet hier am Holzfäller. Beim Holzfäller, der so richtig weit außerhalb ist von allen anderen Sachen, das ist hier Brennholz am Waldend. Und so haben wir viele neue, tolle Menschen reinbekommen in unser kleines Spektakel hier, was mich sehr freut. Und ich hoffe, dass wir natürlich noch den ein oder anderen dazu dichten können. Sollte ich euch vergessen haben, dann schreibt unbedingt nochmal weiter Kommentare. Kann natürlich sein, dass mir mal jemand durchflutscht. Aber es gibt auch noch den ein oder anderen, den ich noch im Hinterkopf habe, der sich vielleicht ja auch schon auf eine spezielle Berufseigenschaft beworben hat. Und wenn wir den Beruf noch nicht haben, können wir die Person natürlich noch nicht reinbringen. Aber wir sind dabei. Jetzt wollen wir mal ganz kurz überlegen, was wir in der heutigen Folge machen wollen. Einerseits muss hier dieser Wurzelkeller fertiggestellt werden. Aus mehreren Gründen. Nummer 1. Wir haben hier die schamlosen Kräuter. Diese Kräuter werden hier abgeholt von Stefans Miefkeller. Und der Miefkeller hat echt viel zu tun mit den ganzen Feldern hier. Und natürlich mit der Belieferung von Stefanis feiner Ware. Aus diesem Grund macht es Sinn, wenn wir die schamlosen Kräuter lieber hier abtransportieren. Und darüber hinaus brauchen wir hier bei Funems weisen Altar auch nochmal die ein oder anderen Ressourcen, damit die was zu essen haben und dann auch, ja, entsprechend hier ihren Glauben verteilen können. Denn sie stehen in großer Konkurrenz zu der blauen Wahrheit, die hier schon fast die Mehrheit der Menschen unter sich vereinnahmen kann. Aber die schamlosen Kräuter und die Familie Schneemann, die sind noch nicht ganz verloren.
die können noch missioniert werden. Und ich glaube, da kommen noch einige Dorfbewohner dazu, die eher zum weisen Altar tendieren werden. Ich bin gespannt, wie sich dieser Konflikt der verschiedenen Glaubensgemeinschaften hier entwickeln wird. Vielleicht denkt ja irgendjemand, er müsse dann die Bibel nochmal übersetzen oder so. Nein, das wäre ein bisschen zu abwegig. Und dann haben wir noch etwas vor. Und zwar wollen wir so langsam auf fortgeschrittene Gebäude rübergehen. Dass wir zum Beispiel auch mal Stadthäuser oder so bauen können. Das ist natürlich wichtig, dass wir noch weiterkommen, weitere Produktionsketten freischalten und so weiter und so fort. Dafür fehlt uns aber eine ganze Menge, vor allem Rohstoffe, wie zum Beispiel Glas oder auch, dass wir Tonziegel herstellen. Und so macht es Sinn, wenn wir hier an den Ton rangehen oder an den Sand hier drüben, um dann diese verschiedenen Produktionsketten aufzubauen, um dann zum Beispiel Stadthäuser oder ähnliche fortgeschrittene Gebäude bauen zu können. Allerdings will ich vorher noch etwas mit euch erledigen. Und zwar haben wir einen kleinen Test gestartet hier drüben, bei diesem Außenposten hier. Wir haben eine Werkstatt gebaut, damit wir überhaupt hier bestimmte Gebäude bauen können, denn nur die Werkstatt kann von erwerbslosen Bürgern gebaut werden. Alle anderen Gebäude lediglich von Bauarbeitern, die in einer Werkstatt arbeiten. Das heißt, dass wir drüben im Baubüro Firovin die Leute nicht hier rüber schicken können. Das ist unmöglich. Deswegen brauchen wir hier die Werkstatt. Das war schon mal der erste sinnvolle Schritt. Jetzt haben wir eingestellt, dass die Werkstatt erstmal nur das Lager baut. Auch das ist sinnvoll. Klar, wenn wir hier Stein und Eisen und so weiter abbauen, wir haben hier ein globales Lager, können wir das drüben sofort nutzen. Das ist gar kein Problem. Und dann können wir nämlich, wenn das gebaut wurde, diese Sachen viel einfacher bauen. Sowohl den Steinbruch als auch die Eisenerzmine, weil wir dann hier die Waren schon vor Ort haben. Das ist schon ganz gut. Die Frage, die sich jetzt stellt, und das ist natürlich auch dann wichtig für Ton und Sand später. Funktioniert das Ganze hier produktiv? Es gibt Spiele, da würde das so nicht funktionieren. Da müsste man hier nochmal ein paar Häuser bauen, dass die Leute halt nicht einen ganz so langen Weg haben, und nochmal einen Marktstand und so weiter. Damit die Leute, die hier arbeiten, dann hier auch entsprechend leben können. Wäre jetzt nicht so super schlimm, wenn das so wäre, würden wir auf jeden Fall hinbekommen. Aber wir wollen das erstmal herausfinden. Das wird eine kleine experimentelle Folge heute. Und wenn wir das wissen, dann können wir nämlich auch das hier anschließen. Entweder fördern wir das, indem wir dieses Dörfchen hier noch weiter ausbauen, dass das dann hier noch nach oben so ein bisschen geht, hier mit vereinzelten Häusern und so weiter. Und hier Ton und Sand dann auch entsprechend mit Arbeitskräften ausgestattet wird. Oder wir machen das hier auch so spartanisch wie hier. Einfach aus dem Grund, weil wir dann hier hinten die Dorfmitte weiter ausbauen können. Es kommt halt wirklich darauf an, wie die Produktivität ist, wenn die so weit weg wohnen. Es kommt ganz darauf an, wie die Spielmechanik mit uns umgeht. Jetzt wollen wir aber loslegen, deswegen gehen wir auf Play und sehen hier links, der König will wieder was von uns. Na gut, was möchte er? Eine Menge Gold, ein Kleid, das bekommt er. 7 Fleisch, 28 Holz, 8 Eisen, na okay, wir stellen jetzt mittlerweile Eisen her, das ist auch okay, und 16 Bretter. Wir zahlen es direkt, dann haben wir die Schulden abgehakt und können uns direkt auf das Wesentliche konzentrieren. Wir sehen, ja, die Arbeiter gehen halt schon zur Arbeit. Das ist schon simuliert alles. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier wirklich einen Außenposten bauen müssen, indem wir hier auch dann noch das eine oder andere Wohngebäude hinstellen. Aber wir spulen mal ein bisschen vor und schauen uns das Ganze an, wie die Dorfbewohner jetzt mit der Situation umgehen. Denn es muss ja als allererstes ein bisschen was hingeliefert werden. Sobald die Lagerheide steht, ist das Ganze gar kein Problem mehr, weil wir durch das globale Lager dann auch hier natürlich perfekt auf alles zugreifen können. Das ist ja ganz klar, aber wir sehen schon, da kommt keiner. Also es sind weite, weite Laufwege. Und es dauert auch, bis die dann hier die Waren hinliefern können. Ja, da ist auch noch gar nichts drin. Aber in der Werkstatt arbeitet auch erst eine Person.
könnten hier natürlich noch eine Person zuweisen, aber uns wird hier auch schon angezeigt, guck mal, der Weg ist einfach zu weit, deswegen wird hier auch niemand automatisch zugeordnet. Okay, das bedeutet für uns, sobald wir die Lagerhalde haben, sollten wir hier Wohngebäude bauen, einen Marktplatz, einen Wurzelkeller, weil auch da sind natürlich dann die Waren global und dann können wir den Marktplatz auch gut versorgen. Und vielleicht auch eine kleine Kapelle und dann war es das auch schon. Wir müssen uns ja hier gar nicht so super große Mühe machen. Aber das scheint wirklich ein großer Faktor zu sein, diese Laufwege, und das sollten wir denen nicht zumuten. Okay, schauen wir uns aber dann natürlich nochmal an, in dem Moment, wo wir an dem Punkt angekommen sind, dass da alles steht. Währenddessen steht hier schon mal der Wurzelkeller, das ist super. Dieser Wurzelkeller wird natürlich ein anderes Gebiet zugewiesen bekommen. Einerseits darf er die Kapelle beliefern, andererseits darf er hier sich um die schamlosen Kräuter kümmern. Und der Wurzelkeller hier drüben von Stefan, der kümmert sich nicht mehr um die schamlosen Kräuter und hatte demnach ein bisschen mehr Freiheiten hier. Und da die Kräuter tatsächlich auch nicht für den Marktplatz vorgesehen sind, können wir bei diesem Wurzelkeller das auch tatsächlich so lassen, dass wir den Marktplatz gar nicht beliefern. Könnte man natürlich machen durch das globale Lager und somit hier den Miefkeller ein bisschen entlasten, aber wir haben den, glaube ich, jetzt schon genug entlastet. Unter anderem auch dadurch, dass hier diese Getreidefelder ja auch entsprechend hier von der roten Rübe bedient werden. Und natürlich auch der Honig. Also das sollte eigentlich alles passen. Wir haben tatsächlich nur noch zwei Warnungen, das ist schön. Es sind nur noch Warnungen, die was hier hinten mit zu tun haben. Aber ja, das sind natürlich jetzt weite Wege. Aber da müssen wir jetzt einfach ein bisschen abwarten, bis das weit vorangeschritten ist. In der Zwischenzeit können wir auch endlich wieder ein paar Waren sammeln, weil wir haben auch so viel gebaut in der letzten Folge, dass uns einfach ein paar Waren ausgegangen sind. Also vor allem hier das normale Holz und Stein ist uns auch ausgegangen. Deswegen bauen wir da ja überhaupt den Außenposten. Und auch unser Rennofen wäre deutlich effizienter, wenn wir mehr Eisenerz hätten. Deswegen macht der andere Außenposten auch mehr Sinn, weil wir dann genügend Eisenerz hätten, um die ganze Zeit den Rennofen am Laufen zu halten. Und das ist, denke ich mal, nicht unwichtig, damit zum Beispiel auch die Schmiede ganz gut hinterherkommt. Wobei, das sollte wahrscheinlich sowieso klappen. Das schauen wir uns mal an, denn wir können ja hier einsehen, wie das Ganze ausbalanciert ist. Da sehen wir zu wenig Eisenerz, um das Ganze in Eisen zu verwandeln. Aber da sind wir im guten, positiven Bereich, trotz dass wir Werkzeuge herstellen. Und allgemein sieht alles ziemlich gut aus. Holz ist relativ wenig, muss man dazu sagen. Wir haben zwar drei Holzfäller, aber das Holz wird meistens weiterverarbeitet in Holzbretter oder halt in Brennholz. Deswegen sieht es hier ein bisschen schlechter aus als gehofft. Vielleicht müssen wir nochmal einen Holzfäller bauen, das wäre auch gar kein Problem. Ansonsten haben wir gute Überschüsse. Beim Honig sieht es wenig aus, aber da wir einen Gesamtbedarf von 0,8 nur haben, ist 1,2 wirklich in Ordnung. Bei den Werkzeugen könnte man irgendwann nochmal überlegen, aufzustocken, aber für den jetzigen Moment passt das auch. Eisenerz gehen wir mit dem Außenposten an. Ich glaube, es ist wirklich nur das normale Holz, was wir angehen sollten. Und dadurch wird ja auch passiv ein bisschen Brennholz noch dazukommen. Und dann sind wir gut vorbereitet. Also gehen wir nochmal auf Produktion, holen uns eine Holzfällerhütte. Und gucken mal, ob wir hier nochmal eine Hütte reinbekommen. Hier hinten vielleicht. Da vielleicht, guckt mal. Das sieht doch ganz süß aus. Dann setzen wir das mal dahin. Und die Werkstatt kann die
das hier erreichen? Ja, kann sie. Ist noch ganz knapp im Gebiet der Werkstatt. Wunderbar. Und dann können wir da noch ein bisschen Holz holen. Dann sagen wir nochmal ganz kurz schnell mal einen Schuppen, dass hier selbstverständlich auch noch ein bisschen Holz gesammelt werden soll. Und dann sind wir eigentlich schon bedient. Hier wachsen auch kleine Bäumchen nach, das ist auch ganz schön gestaltet. Ja, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Also wir sind auf einem sehr guten Weg, auch was Brennholz und so weiter angeht. Ich schiele natürlich auch so ein kleines bisschen auf den Winter, wo wir ganz gut vorbereitet sein sollten. Falls es eine Wintermechanik gibt, das weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Soweit habe ich noch nie gespielt. Aber gut zu wissen ist, dass wir jetzt hier mit der Werkstatt soweit fertig sind. Und dann können wir hier die beiden Sachen bauen. Und wir schauen mal ganz kurz, wo dieser Baxter ist. Sind die hier auf dem Weg zu der Außenstelle? Ja, guckt mal. Obwohl das hier hinten gebaut ist und sie nichts zu tun hatten, sind sie jetzt hier wieder zurückgelaufen. Also das Spiel ist da schon realistisch genug, was ich sehr gut finde, was ich lobenswert finde. Aber das bedeutet für uns auch, dass wir gleich überlegen müssen, wie wir das machen. Wir überlegen mal ganz kurz, wie viele Leute hier arbeiten müssen. In der Werkstatt arbeiten 2 Personen. In der Lagerhalde auch 2. In dem Eisenbergwerk arbeiten auch 2 und dort im Steinbruch auch 2. Das heißt, wir haben alleine hier einen Bedarf von 2, 4, 6, 8 Personen. Also bauen wir doch mal 2 Dorfbewohnerhäuser. Wir könnten die natürlich hier irgendwie hinbauen, dass dann Sand und Ton auch mitgenommen werden kann. Dann sind die Wege auch nicht so super weit, aber wir haben trotzdem das halbwegs gut mitgenommen. Wir brauchen natürlich das Gesamtpaket dann hier wieder. Also theoretisch auch eine Kapelle. Wobei das jetzt schon sehr viel wäre für so ein kleines Mini-Gebiet. Aber wollen wir ihnen den Glauben vorenthalten? Das ist natürlich die Frage, die man sich dann stellen muss. Eher die Kirche unten hinsetzen, weil hier oben hätten wir wieder das Problem, dass auf der anderen Straßenseite die Häuser nicht mehr bedient werden könnten, weil so ein Haus ist 3 breit und dort hätten wir nur noch 2 Breite. Also setzen wir die Kapelle lieber dorthin. Ist natürlich sehr teuer, 10.000. Aber was machen wir nicht alles für unseren Außenposten? Dann überlegen wir, was wir noch sonst so brauchen. Eine Werkstatt haben wir. Wir brauchen definitiv unter Handel einerseits einen Marktstand. Vielleicht so gegenüber von der Kapelle. Finde ich eigentlich ganz stilvoll. Wir brauchen einen Wurzelkeller. Auch das ist wichtig. Damit wir den Marktstand bedienen können. Wunderbar. Sieht doch soweit ganz gut aus. Und natürlich muss die Kapelle auch bedient werden mit Ressourcen. Wir haben genügend Leute, dass die hier arbeiten können. 2, 4, 6, 8 hätten noch 4 Leute übrig für Ton und Sand und könnten für die Verarbeitung dieser Sachen ja auch noch weitere Häuser hier hinbauen. Das wäre ja auch alles möglich. Dann sollten die Leute eigentlich auch zufrieden sein. Wobei, was noch fehlt, wäre die Belieferung des Marktplatzes mit Kleidung. Nein, fehlt nicht. Denn die Kleidung, die hergestellt wird, wird ja an ein Lagerhaus geliefert. Das Lagerhaus beliefert dann den Marktplatz. Jetzt muss man überlegen, ist der Marktplatz global? Das ist die Frage.
Wenn der nicht global ist, dann bräuchten wir tatsächlich doch ein Lagerhaus, welcher ja global ist, der dann den Marktplatz bedient. Den Wurzelkeller brauchen wir so oder so, weil die Kapelle so oder so Nahrung braucht. Aber ob wir den Wurzelkeller für den Marktstand brauchen, das sehen wir gleich anhand der Tatsache, ob der Marktstand global ist oder nicht. Auch eine interessante Sache, weil so eine globale Mechanik natürlich die gesamte Strategie, die sich um Fest hier komplett ändern würde. Deswegen bauen wir das Ganze mal. Und ich würde sagen, damit wir das Ganze nicht noch komplizierter machen, priorisieren wir das sogar vor den Ressourcen hier. Und sagen, komm, wir beginnen mal mit dem Marktplatz. Wir machen das ganz kleingliedrig, damit wir sehen, ob der Marktstand global ist. Denn wenn er es nicht ist, dann müssen wir uns eh was überlegen. Dann brauchen wir neben der Lagerhalde auch noch hier die fortgeschrittene Version des Lagerhaus. Was auch nicht schlecht wäre für Werkzeuge. Dann wäre das nächste Gebäude, was wir bauen sollten. Dann hätten wir nämlich die Werkzeuge direkt hier und dann müssten die nicht so ewig lang laufen. Und wir werden dann auch die Arbeiter hier manuell wieder rausmachen und dann nur noch Arbeiter reinbringen, die sowieso in der Nähe arbeiten, beziehungsweise die in der Nähe wohnen. Das ist wichtig. Es wird schon wieder Tribut verlangt. Ist der Monat schon wieder rum? Ich dachte immer, am Ende des Monats hat man kein Geld mehr, aber bei uns ist es schon am Anfang des Monats. Der Tribut wird immer teurer, 1600 Münzen. Aber wir haben auch ordentlich was bekommen, was gut ist, weil hier die Kapelle super teuer war. Vor allem auch die beiden Kapellen drüben im Dorf sind natürlich sehr, sehr teuer. So, wir warten mal kurz ab, bis hier alles geliefert wird für den Marktstand. Ja, dieser Kerl, der geht jetzt nämlich hier zur Lagerhalde, holt sich die Bretter und der andere muss jetzt leider nochmal den ganzen Weg zurückgehen und die Werkzeuge holen. Die können nämlich immer nur 20 Waren gleichzeitig schleppen. Aber da er hier sowieso zweimal laufen muss, ist das, glaube ich, sogar in Ordnung. Hier muss er hin und dann geht's zurück. Okay. Hier arbeitet auch nur einer, aber ich denke, das liegt daran, weil so wenig zu tun ist. Deswegen ist das für mich in Ordnung, dass da erstmal nur einer arbeitet. Aber später werden wir da sicherlich auch nochmal mehr brauchen. Ansonsten bin ich zufrieden. Es läuft ganz gut. Auch hier das normale Holz geht hoch. Klar, wir bauen gerade nicht so super viel, weil wir auch erstmal hier warten müssen. Aber grundsätzlich ist es eine schöne Sache zu sehen, wie das hier oben nicht nur stabil ist, sondern in die Höhe geht. Außer bei der normalen Kleidung, da geht es irgendwie nicht so richtig voran. Wann liegt das denn? Ah, wir produzieren 6 Kleidung, aber verbrauchen 5,9. Wir haben aber genügend Wolle, dass wir einen zweiten Schneider bauen könnten. Und dann machen wir das auch. Das heißt, wir gehen hier hinten zurück und bauen noch einen zweiten Schneider daneben. Produktion, Schneider. Wir haben ja alle Ressourcen dafür. Bauen wir hier noch einen zweiten, so dass man die Straße hier langziehen könnte. 4 Rovinen, du hast gerade eh sehr wenig zu tun. Mach das mal. Hier. Und das Lagerhaus kümmert sich jetzt auch darum. Wunderbar, damit ist alles geklärt. Und wir können zurückgehen und der Marktstand kann jetzt fertig gebaut werden. Jetzt ist der spannende Moment gekommen. Und die Marktstände funktionieren nicht global, wirklich nur die Lager. Okay, das ist spannend, finde ich aber gut, finde ich tatsächlich gut, weil das ein bisschen mehr Komplexität reinbringt. Also gehen wir hier auf Handel und bauen das Lagerhaus. Das Lagerhaus bauen wir so, dass auf jeden Fall
die Werkstatt rankommt. Ich glaube, hier hinten brauchen wir so oder so ein neues Lagerhaus. Ich glaube, das macht den Kohl nicht fett. Ob wir jetzt hier ein Lagerhaus bauen, da hinten, oder ob wir jetzt versuchen, einen so hinzustellen, um beides irgendwie abzubilden. Ich glaube, das ist in Ordnung, wenn wir hier ein Lagerhaus schön in die Nähe von der Werkstatt bauen. Das ist in Ordnung. Und dann ist das natürlich auch das nächste Gebäude, weil wenn das gebaut ist, können wir nämlich auch die Werkzeuge direkt da rausnehmen und dann geht das hier auch schneller vonstatten, wenn wir dann gleich die Werkzeuge brauchen für beispielsweise die Wohnhäuser hier. Okay, cool. Finde ich aber gut, dass der Marktstand eben nicht global ist. Trotz alledem können wir hier schon mal sagen, das ist dein Bereich. Und der voreingestellte Bereich, der ist leider Quatsch. Tut mir leid, dass du da einem Esel aufgesessen bist. So. Und dann wird der Außenposten so langsam Form annehmen. Ja, das sieht gut aus. Die Holzfäller hacken auch nicht so viel Holz, das heißt, die 9 Bäume können so langsam nachwachsen. Alles geht hoch. Und auch der Schneider wird gebaut. Ja, wir haben auch nicht so super viele Arbeiter. Auch hier könnte ich mir vorstellen, dass wir gleich nochmal ein Haus bauen für Dorfbewohner. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ich glaube, das macht auch Sinn. Gucken wir uns gleich mal an, wie es am meisten Sinn ergibt. Der zweite Schneider, der wird natürlich auch normale Kleider herstellen. Und das ist ja auch alles schon eingestellt. Das heißt, der kann jetzt loslegen und dann sollte auch Kleidung genügend da sein. Wir werfen nochmal einen ganz kurzen Blick auf alles andere. Und da sind wir überall im guten Plus. Wirklich im sehr guten Plus. Ja. Auch so, dass wir in der Theorie immer in der Lage sind, Tribut zu zahlen. Also ein Zehnt zu zahlen. Schön. Dann baut mal hier bitte das Lagerhaus. Wichtig ist, dass hier in der Werkstatt 2 Leute arbeiten, weil es sonst alles viel zu lange dauert. Ja, das ist so wichtig, hier dann die Wohngebäude zu bauen. Aber auch das finde ich echt gut, weil wir sonst ja, zu wenig Komplexität drin hätten in der ganzen Sache. Und da wir ja mit dem Motto verfahren, ihr müsst nicht immer dabei sein, wenn es langweilig ist, würde ich sagen, spulen wir mal ganz kurz vor, bis das hier gebaut ist. Es ist gebaut und es bricht ein Feuer aus, es gibt's ja wohl nicht. Gerade dort, wo es eigentlich nicht ausbrechen dürfte, da sind doch größere Mächte am Werk. Beim Eisgetreide brennt es. Feuerball hat wieder zugeschlagen. Und schaut euch das an. Direkt gegenüber zur roten Rübe. Ich sehe da ein Muster. Das stimmt doch irgendwas nicht. Na gut. Momentan können wir nichts anderes machen. Das Lagerhaus wird jetzt den Markt versorgen. Das ist wichtig, damit wir dann die Kleidung hier reinbekommen. Und wir werden mit dem Lagerhaus nämlich auch Werkzeuge verteilen können, damit wir all den Kram jetzt hier bauen können. Und das stellen wir jetzt auch ein. Also als allererstes werden Wohnhäuser gebaut, damit wir endlich die Arbeitskräfte unterbekommen. Und danach geht es um den anderen Kram, wie zum Beispiel um die Nahrung. Noch hier spule ich nochmal ganz kurz für euch vor. Und da ist alles fertiggestellt und ich mache mal ganz kurz Pause, denn jetzt müssen wir uns um ganz viele administrative Dinge kümmern. Nummer 1. Hier sind überall Leute angestellt, die wir nicht hier angestellt haben wollen, denn mittlerweile haben wir Menschen, die ganz in der Nähe wohnen
und die hier auch angestellt sein können. Und dann müssen die nicht diese riesen Wege von dem Dorf bis hier zum Außenposten laufen. Das bedeutet, wir stellen das jetzt alles manuell ein. Das Wichtigste natürlich, dass in der Werkstatt Leute arbeiten, die ganz in der Nähe sind. Nehmen wir hier mal die, die 121 Meter entfernt wohnen. Sollte passen, das sind hier diese Wohngebäude. Denn die Werkstatt wird jetzt weiterbauen, und zwar die Kapelle. Und mir ist es relativ egal, in welcher Reihenfolge sie es machen, also meinetwegen auch dann Eisenerzmine und Steinbruch. Wichtig nur, dass das jetzt Leute machen, die hier auch wohnen, direkt vor Ort. Dann haben wir hier in der Lagerhalde ja sicherlich auch mindestens eine Person, die hier arbeiten sollte. 119 Meter. Ob eine zweite Person notwendig ist, sehen wir später. Auch hier mindestens eine Person, die arbeitet. 116 Meter. Wunderbar. Wir gehen weiter hier rüber. Am Markt muss natürlich auch jemand arbeiten. Und da wir wirklich wenig Leute sind, reicht, glaube ich, auch erstmal eine Person, die 34 Meter entfernt wohnt. Und im Wurzelkeller stellen wir auch jemand ein, der auch hier direkt um die Ecke wohnt. 28 Meter. Großartig. Jetzt können wir einstellen. Wurzelkeller, du bedienst die Kapelle, sobald sie steht, und den Marktplatz bitte. Und der Marktplatz, der bedient hier die Häuser. Und die Kapelle bedient sowieso alles, sobald sie am Start ist. Ja, das sieht doch schon richtig gut aus. Dann haben wir alles eingestellt. Und jetzt kann alles gebaut werden. Und hier sollte jetzt alles mit rechten Dingen zugehen. Denn die können sich alle komplett selbst versorgen. Selbstverständlich bekommen sie Waren von hier hinten über das globale Warensystem. Aber so was hier die Behausung angeht und die Zufriedenheit der Behausung und so weiter, das läuft alles auf Selbstversorgerbasis. Und das hier wird ja eingespeist in die Stadt da hinten. Man kann sich das ja so ein bisschen vorstellen, als wenn man eine Handelsroute eingerichtet hat zwischen diesem Außenposten, wo Nahrung zum Beispiel hingeliefert wird und Kleidung, und Steine und Eisen werden zurückgeliefert. Und das ist sozusagen dann eine kleine Exklave im Außen. Finde ich ganz schick, die Idee. Finde ich ganz schön. Hier wird noch gesagt, dass wir fehlenden Speicher haben. In der Nähe ist nicht das passende Lager oder der Platz für die Ressourcen verfügbar. Dich haben wir eingestellt. Dich haben wir auch eingestellt darauf. Brauchst du auch noch Sachen aus dem Lager? Ja, eigentlich nicht. Doch, Brennholz. Brennholz fehlt. Und der steht nicht nah genug dran, nicht wahr? Alles klar. Dann brauchen wir noch ein normales Lager. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich hoffe, ihr habt geschrien in den Kommentaren. Ich hoffe, ihr habt euch bemerkbar gemacht. Setzen wir das mal hier hin, das zweite Lager. Ist natürlich ein bisschen unnötig, dass hier eins ist und da. Aber wisst ihr was? Wir reißen einfach das ab. Weil das Lager kann ja das hier bedienen plus den Marktplatz. Sobald dieses Lager gebaut wurde, reißen wir das andere einfach ab. Dann haben wir das quasi verschoben. Cool. Das läuft alles. Wir schauen nochmal kurz rauf, wie es momentan aussieht. Oh nein. Getreide und Milch reicht nicht mehr. Ja, wenn wir schon von Selbstversorgung reden, ich meine, wir haben ja hier eh alles und das wird ja eh kein Riesendorf, dass wir jetzt hier die Fläche von der Kapelle perfekt ausnutzen sollen, dann können wir hier auch nochmal ein bisschen was bauen, was dann auch nach Selbstversorgung aussieht. Und zwar zwei Felder, wo wir die besagten Produkte dann auch noch reinbekommen. 100 Fleisch ist jetzt hier drin, was ja total unnötig ist. Ist das der Grund, warum das Fleisch ist, ja, warum das Fleisch am Anfang immer aus unserem Lager verschwunden ist? Wir haben uns ja gefragt, wo bleibt denn das Fleisch? Ich glaube, das wurde einfach direkt in den Marktstand reingebracht, obwohl hier niemand Fleisch nachfragt.
Und deswegen hatten wir es im Zentrallager nicht mehr. Das könnte tatsächlich sein. Aber für uns ist das okay. Super. Dann wird jetzt hier alles gebaut. Haben wir alles eingestellt. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Wenn das soweit fertig ist, könnten wir hier an Ton und Sand ran. Und da können die Leute gerne hier wohnen und da arbeiten. Das sind dann schon vertretbare Strecken. Und da können wir zumindest schon mal die Sachen raufsetzen. Wir haben eh keine Werkstatt in der Nähe, die das bedienen könnte. Wir müssen dann eh eine neue Werkstatt bauen. Genau. Das können aber ja die Erwerbslosen von drüben machen. Apropos die Erwerbslosen von drüben. Wir hatten gesagt, wir wollen hier allgemein nochmal Häuser bauen. Dann machen wir das doch auch. Setzen wir hier nochmal zwei Häuser hin. Und versuchen die so ein bisschen schick einzugliedern. Kriegen wir da eine schöne Straße hin? Ja, kriegen wir. Mit Trick 17, was man kennt von anderen Spielen, wie zum Beispiel Tropico. Da muss man auch immer so ein paar Tricks parat haben, um die Straßen so zu bauen, wie man sie haben will. Müssen wir halt ein bisschen mit Abreißen arbeiten. Und dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Und es gibt auch Deko-Elemente, die haben wir noch gar nicht genutzt. Gucken wir mal ganz kurz, ob es was gibt, was hier hinpassen würde. Wenn wir ehrlich sind, ist das ein bisschen zu pompös hier bei so einem Bauernhaus. Es gibt leider nicht so einen normalen Baum. Nur sowas, das ist mir zu pompös. Aber ich glaube, das ist schon in Ordnung. Wir haben das ja hier gelöst mit so einer kleinen Rundung. Ich glaube, das ist schon okay, so wie es jetzt gelöst ist. Ihr könnt natürlich immer euer Veto einlegen, wenn ihr sagt, hey, das gefällt mir jetzt nicht so. Schreibt es in die Kommentare, wir ändern das. Das ist gar kein Problem. Und genau, dann müssen wir noch sagen, wer das bauen soll. Firuvin kümmert sich um die Schönbauten da oben. Und die Werkstatt hier kümmert sich um das hier. Und wir müssen kurz Tribut zahlen. Alles klar. Und dann schauen wir hier oben, wie es hier weitergeht. Also, eine Tonmine. Und eine Sandmine. Verbinden wir beide mit der Hauptstraße. Oh, schön. Schön, dass das hier gerade durchgeht. Das finde ich immer klasse. Das mag ich gerne. Könnte das hier auch nochmal so ziehen, falls man irgendwie eine Lagerhalle zentral baut. Macht das, glaube ich, Sinn. Und dann können wir schon mal diese beiden Sachen gewinnen. Dann muss es aber noch verarbeitet werden. Schauen wir mal kurz, was wir dafür brauchen. Also, es gibt später noch einen Schuster, cool. Aber wir haben noch keine Nachfrage von Schuhen. Der Töpfer wäre interessant. Ein Töpfer stellt Geschirr, Ziegel und Tondachziegel her. Wir brauchen sowohl Ziegel als auch Tondachziegel. Können wir direkt hier neben den Ton setzen. Die Wege zum Bauen sind auch nicht mehr so super weit. Das geht schon. Okay, was haben wir noch? Jetzt wird's cool. Ich find's immer toll, wenn man weiterkommt und dann die nächsten Produktionsketten aufbauen kann. Eine Glashütte. Schaut mal, das ist ja cool. Die Glashütte kann noch nicht gebaut werden, weil wir brauchen sowohl, schaut euch das mal an. Ach, hier haben wir es leider gar nicht. Ich gehe nochmal ganz kurz rüber zum Töpfer. Wir brauchen sowohl die Ziegel als auch die Tondachziegel, um überhaupt die Glashütte
bauen zu können. Wo haben wir die? Da. Das ist ja cool. Und hier hinten gibt es dann sogar noch eine Werkstatt für Glasmalerei. Für Buntglasfenster. Wahrscheinlich für Kirchen oder Kathedralen später. Weber. Feine Stoffe aus Wolle. Glockengießer. Da kommen echt noch coole Sachen. Da kommen wirklich noch coole Sachen. Aber wisst ihr was? Wir reißen mal die Sandmine ab. Vorerst. Dann ist das ja Quatsch. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Ton. Das ist der erste Schritt, wie wir gerade rausgefunden haben. Und dann bauen wir, falscher Knopf, dann bauen wir hier nämlich auch nochmal eine Lagerhalde hin. Die muss aber so gebaut werden, dass wir im besten Fall auch Sand abdecken. Könnte knapp werden. Ich glaube, das ist zu knapp. Wollen wir halt 2 kommen. Was soll der Geiz? Eine Lagerhalde und natürlich ein Lagerhaus. Das hat aber eine größere Reichweite. Das Lagerhaus kann für beide gelten. So eine Lagerhalde ist ja auch nur so eine kleine Halde, dann setzen wir da auch noch eine hin. Aber das Lagerhaus ist dann für beide zuständig. Klasse. Und das war's erstmal. Ich würde sagen, das muss auch erstmal gebaut werden. Was brauchen wir dafür? Selbstverständlich eine Werkstatt. Die können wir gerne hier auch relativ zentral einmal setzen. So. Die wird als allererstes gebaut von den Erwerbslosen und dann geht's da los. Und die Stadt könnte man natürlich noch ein bisschen erweitern in diese Richtung. Notfalls baut man halt noch eine Kapelle. Könnte man schon überlegen. Wir schauen uns das an. Erstmal muss das hier gebaut werden. So oder so. Und wir setzen hier nochmal ein Bauernhaus hin. Aber mit einer Straße frei. Damit man hier hinter zum Beispiel dann nochmal Felder anlegen könnte und dann kann man so schön dahinter noch eine Straße legen. Ich finde das dann ein bisschen schicker, ehrlicherweise. Und dann wird die Werkstatt hier nochmal beauftragt. Einmal bitte das ebenfalls zu bauen. Schön. Und dann würde ich sagen, gibt es mal einen kleinen Zeitraffer für euch. Denn das wird jetzt sicherlich ein bisschen dauern. Wir gucken uns mal einen schönen Winkel an und dann gibt es einmal den Zeitraffer. Und damit ist auf der rechten Seite alles gebaut. Hier hinten noch nicht alles. Natürlich daran, dass die Wege noch relativ weit sind für die Leute. Wir gucken mal ganz kurz, bist du denn zumindest richtig eingesetzt? Nee. Hier wohnt auch jemand oder arbeitet jemand, der viel zu weit weg wohnt. Da müssen wir mal ganz kurz reinschauen, ob wir hier jemand in der Nähe haben. 131 Meter und 143 Meter, das sind doch die richtigen. Und ich habe einfach mal, damit es im Zeitraffer nicht so blöd aussieht, aus der Ferne einen großen Kasten gezogen. Das wollen wir jetzt natürlich einmal kurz besser machen und einmal ganz kurz all das markieren, was hier gebaut werden muss. Wunderbar. Darum kümmern wir uns irgendwann später. Muss jetzt erstmal gebaut werden alles. Aber hier drüben sind wir soweit fertig, sodass wir uns hierum kümmern können. Diese Lagerhalde hat ihren Soll erfüllt. Die wird jetzt abgerissen. Und diese Lagerhalde, da checken wir auch lieber, ob da die richtige Person drin arbeitet. Scheint ja noch ein Problem darzustellen. Lieber du, die in der Nähe wohnt. Also, die Lagerhalde kann jetzt bedienen folgende Leute. Einerseits hier Eisen und Stein. Andererseits
Brennholz für den Markt. Der Wurzelkeller bedient schon genau die, die er bedienen soll. Der Marktstand muss noch das neue Bauernhaus bedienen. Die Kirche bedient das ebenfalls. Und dann haben wir hier Felder, wo da tatsächlich auch Leute drauf arbeiten dürfen, nachdem wir gesagt haben, dass ihr im Wurzelkeller entsprechend das einlagern dürft. Und jetzt sehen wir, wir dürfen hier niemanden reinmachen. Achso, weil wir noch keinen Feldtyp ausgewählt haben. Schande über mein Haupt. Wobei, hier würde ich ganz gerne Kühe haben und hier so an der Kreuzung finde ich vielleicht sogar Getreide ein bisschen schöner. Und jetzt dürfen wir Leute hier einstellen. Also bei den Kühen arbeitet wer? Du wohnst direkt gegenüber. Und hier suchen wir uns auch jemanden, der gegenüber wohnt. 16 Meter, wunderbar. Hier passt auch alles. Das wird gleich geliefert. Und dann sollte hier eigentlich alles entsprechend richtig voreingestellt sein. Also der Markt sollte ich ja gar nicht beliefern, sondern du sollst ihn beliefern. Ja, hier ist tatsächlich jetzt alles richtig. Ihr werdet bald auch zufrieden sein. Und auch hier hat es begonnen mit dem Steinbruch, der jetzt loslegen darf. Und auch das macht nur Sinn, wenn wir jemanden einstellen, der auch in der Nähe wohnt. Hier 139 Meter und 139 Meter. Hier machen wir das ebenfalls bei der Eisenerzmine. So, suchen wir mal kurz raus. 162 Meter und nochmal 162 Meter. Dann arbeiten hier auch die richtigen Leute. Im Lagerhaus hier arbeitet auch gerade keiner. Das müssen wir kurz ändern. 100 Meter. Eine Person reicht, haben wir gesagt. Rachel. Du wohnst hier aber richtig, oder? Ja, ja. Auch hier wohnt nur noch eine Person drin. Arbeitet nur noch eine Person drin. Kann es sein, dass wir die Person hier immer rausklauen? Ich glaube, wir müssen auch darauf achten, dass wenn wir hier jemanden zuweisen, der erwerbslos ist. Ja, auch da habt ihr sicherlich schon geschrien. Okay, hier unten sind die alle schon in Lohn und Brot. Das bedeutet, wir müssen hier oben suchen nach Erwerbslosen. Da werden uns nicht genügend angezeigt. Ah, deshalb, weil wir hier in der Nähe niemanden mehr haben, der hier arbeiten könnte. Okay, das heißt, beim Marktstand fehlt jetzt auch jemand, der arbeitet. Das ist natürlich blöd. In der Lagerhalde arbeitet einer, in der Werkstatt einer, im Lagerhaus einer, Steinbruch einer. Wir könnten hier Knox Custer reinbringen. Dann arbeitet zumindest immer eine Person hier überall. Da, Knox Custer, wo bist du? Knox, mein Freund. Lass mich nicht im Stich. Jetzt sind wir hier bei den Erwerbslosen. Wartet mal. Wir müssen jetzt erstmal nur auf Meter schauen. Da, Knox Custer. Dann arbeitet hier zumindest immer einer überall. Und wenn hier erstmal Leute einziehen oder noch mehr Leute einziehen, dann passt das. So oder so könnten wir aber auch noch ein weiteres Bauernhaus bauen. Denn wir haben ja hier eh dann genügend Leute, die wir unterbringen können. Wir können dann noch ein Bauernhaus eigentlich bauen. Hier. Ah, wobei, das ist dann nicht mehr hier in der Kapelle drin. Das lassen wir lieber. Vielleicht dann hier hinter nochmal eine Reihe. Da kann man ja auch nochmal eine Reihe entsprechend aufziehen. Dann sollten wir hier in der Nähe auch genügend Leute haben, die hier die ganzen Arbeiten machen können. Gibt es denn hier jetzt noch zwei Arbeiter? Gott sei Dank. Und ihr seid auch in den richtigen Häusern. Okay, das heißt, unser Außenposten ist hier fertiggestellt. Selbstverständlich müssen wir das noch weiter ausbauen, weil dieser Außenposten natürlich voll besetzt werden soll mit Menschen, das ist klar. Und wir diese Menschen, die hier wohnen, ja selbstverständlich auch hier drüben einsetzen wollen. Aber das ist dann unsere Baustelle für nächstes Mal.
Und das gehört auch für mich zur anderen Baustelle. Soweit haben wir das aber durchaus abgehakt, haben die Mechanik wirklich tief durchdrungen, haben hoffentlich alles verstanden. Ich hoffe, dass es eindeutig war, wie das funktioniert. Wir haben das ja Stück für Stück rausgefunden. Und wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr sagt, hey, ich habe da vielleicht irgendwas übersehen, schreibt es auch auf jeden Fall. Oh mein Gott, schamlose Kräuter. Wo ist Shameless? Shameless! Arbeitet hier nicht mehr drin. Erstmal müssen wir schauen, was ist mit dir passiert. Shameful ist hier noch. Shameless ist tot. Schaut mal. Shameful war ja ihr Mann. Shameful war ja ihr Ehemann. Und der ist nicht mehr verheiratet. Oder sie haben sich nur getrennt. Oder sie haben sich nur getrennt. Und Shameless ist woanders hingezogen. Nee, nee. Die ist nicht woanders hingezogen. Wisst ihr, was mit Shameless passiert ist? Die hat sich von Shameful getrennt. Aber die ist jetzt mit Ravinger zusammen. Die ist jetzt mit Ravinger zusammen. Alter, sie muss ja Shameless bleiben. Das gibt's ja wohl nicht. Also, nicht mit mir. Jetzt müssen wir sie mal ganz kurz suchen. Da haben wir sie. Weil das sind hier schamlose Kräuter. Das muss schon so bleiben. Aber das sieht soweit echt ganz gut aus alles. Hier hinten müssen wir natürlich... Oh, da müssen wir natürlich noch Zuweisung machen. So. Dann sind wir auf einem guten Weg. Meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure ganzen lieben Kommentare, für eure Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder, wenn es hier in die nächsten Produktionsketten reingeht und wir den neuen Gebäuden immer näher kommen. Ist es cool oder ist es cool?